Hallo Echo, hallo Echo, hallo Echo. Diesen Effekt kennt jeder von euch, man nennt es in der Fachsprache auch Delay. Wie wir das mit Cakewalk machen und welche abgefahrenen, geilen Effekte wir mit dem Onboard-Plugin machen können, das zeige ich euch jetzt bei Mach's dir selbst. Yahoo.de, hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Also, der Echo, das Echo bzw. das Delay. Um jetzt ein Delay einzufügen als Insert, gehe ich hier wieder auf der rechten Seite in den Browser. Falls ich den nicht da habe, kann ich den mit B wie Browser, hier B, kann ich den einen ausblenden. Und da haben wir eh schon die Kategorie Delay. Ich kann aber einfach hier Delay eingeben. Und dann haben wir hier zwei verschiedene. Wir nehmen mal das Sonitis Delay. Das ziehen wir uns hier in unseren Effekt Rack. Kann man ganz, ganz viel machen und einstellen. Könnte am Anfang so ein bisschen überwältigend wirken, aber keine Angst. Das Gute daran ist, man hört immer gleich, was passiert. Dann schauen wir uns doch mal erstmal den Faktor an. Faktor 1 heißt in diesem Fall, dass das Delay zu jeder Zählzeit wiederholt wird. In unserem Fall steht hier auf 120 BPM. Pro Minute wird dieses Echo 120 Mal wiedergegeben. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, hab nie gewusst, was geht. Natürlich kann ich diesen Faktor ändern. Ich kann den zum Beispiel auf Viertel stellen. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, hab nie gewusst, was geht. Und da wir das für Kanal links und rechts individuell einstellen können, kann ich jetzt hier auf der linken Seite ein Viertelbeat machen und auf der rechten Seite nehmen wir zum Beispiel ein Sechstel. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, hab nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen. Für die von euch, die es ganz puristisch mögen, kann ich auch stattdessen die Delay-Zeit in Millisekunden einstellen. Dazu muss ich aber erst die Temposynchronisation ausschalten. Mache ich hier, dass ich auf Off wechsle. Und jetzt kann ich hier meine Delay-Zeit entweder hier direkt eingeben oder mit dem Regler entsprechend verschieben. Hier haben wir 120 BPM drin stehen, aber mein Projekt ist auf 108 BPM. Dann kann ich es entweder manuell hier einstellen oder ich klicke so lang drauf, bis hier Host steht und dann wird es immer mit dem Projekttempo synchronisiert. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, hab nie gewusst, was geht. Zusammen. Dann haben wir als nächstes Punkt Feedback. Bei Feedback wird das, was das Plugin verlässt, nochmal gepackt und zurückgeschleift wieder an den Ausgang, also wird es eine Schleife erstellt. Nur wenn du mit Kirschen misst. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, hab nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit geht. Umso weiter ich hochgehe, umso mehr Wiederholungen werden wieder zurückgeschleift und ab einem bestimmten Punkt schaukelt sich das dann hoch. Und da kann man zum Beispiel sehr geile Effekte machen mit Automation. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, hab nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit. Wie man übrigens so eine Automation macht, das habe ich euch schon in diesem Video gezeigt. Das könnt ihr dann vielleicht später angucken, nach diesem Video. Dann haben wir Crossfeed. Crossfeed ist genau das gleiche wie Feedback, nur mit dem Unterschied, Crossfeed wird der rechte Kanal in den linken Kanal zurückgespeist und umgekehrt und hört sich dann so an. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, hab nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, laufen, saufen. Also im Endeffekt das gleiche, nur wieder ein bisschen anders. Dann haben wir den Mixregler, der sollte euch auch schon bekannt sein. Ist im Endeffekt die Steuerung für den Dry- und Wettanteil. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, hab nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen. Sollten wir also dann das Ganze als Insert später einfügen, ist es wichtig, den Mix natürlich auf 100% zu stellen, weil wir wollen ja beim Insert nur das nasse Signal hören. Dieser Frequenzbereich Einstellungsdingens ist auch sehr praktisch. Damit kann ich Cut-Filter anwenden. In den oberen bei Low ist ein Low-Cut-Filter. Das heißt, alle Frequenzen, die in diesem Bereich drunter sind, werden abgeschnitten. Genauso habe ich hier einen High-Cut-Filter. Der macht es dann umgekehrt. Umso
weiter ich runtergehe, jetzt zum Beispiel bei hier, wird alles über 7096 Hertz abgeschnitten. Das kann ich auch bedenkenlos wie hier bei einem Send einfügen, weil das Originalsignal wird hier nicht von diesen Equalizer beeinträchtigt. Aber hören wir doch einfach mal rein. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, haben nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Schwarz mit Motorrad unterwegs, bis die Achse bricht. Rot in den Schnee. Mit Q stelle ich dann übrigens ein, wie stark diese Abschneidekurve ist. Umso geringer der Wert, umso flacher ist die Kurve. Das Tolle dran hier, ich habe kein optisches Feedback. Da muss ich mir gleich mal angewöhnen, dass ich mit meinen Lauschern beurteile und nicht nach dem, was ich sehe. Was euch auch aufgefallen ist bestimmt, wenn ich hier diesen Regler für links drehe, geht der rechte automatisch mit. Möchte ich das nicht haben und beide Kanäle individuell einstellen, dann mache ich einfach hier bei Link das Hackerl raus. Ihr könnt da übrigens gern auch ein paar Presets ausprobieren. Die verstecken sich hier unter Presets, Sonidas FX. So läuft das Echo als Insert. Wir können es aber auch als Send einfügen. Rechtsklick. Send einfügen. Und dann hier neue AUX-Spur, die uns hier gleich angezeigt wird. Da geben wir gleich eine richtige Farbe. Und das nennen wir Delay. Und jetzt wird die eine oder andere Person sich vielleicht denken, ach Mensch, jetzt habe ich doch alles schon bei meinem Delay-Plugin eingestellt. Muss ich jetzt wirklich wieder alles neu einstellen? Nein, muss ich gar nicht. Ich habe hier meinen Effekt und den kann ich einfach per Drag and Drop verschieben. Kann ich übrigens auch kopieren. Möchte ich jetzt diesen Delay-Effekt, aus welchen Gründen auch immer, dann nochmal als Kopie, halte ich einfach die STRG-Taste gedrückt und dann klicken und ziehen. Und dann wird eine exakte Kopie dieses Plugins mit all seinen Einstellungen übernommen. Und da wir dieses Plugin jetzt als Send haben, müssen wir was noch machen? Genau, wir müssen hier den Mix auf 100% stellen. Und jetzt schalte ich auch die Spurdopplung wieder ein. Auch hier möchte ich einen Send auf meinen Delay haben. Rechtsklick, Send einfügen und dann habe ich hier schon Delay. Machen wir jetzt mal was Einfaches, dass beide Spuren anteilig an das Delay-Plugin senden. Wie heftig oder wie viel Signal eingestellt wird, machen wir dann hier über diese beiden Send-Regler. Die kann ich jetzt einzeln verstellen oder ich markiere mir beide Spuren. Und dann, wenn ich mit gedrückter STRG-Taste hier die Werte verändert, werdet ihr sehen, dass sie sich da unten mit ändern. Ich hab ein Dorf, du aus der Stadt, hab nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen. Und wenn wir schon zwei Spuren haben, dann macht man es doch mal ein bisschen crazy und schicken diesen Delay-Anteil an den linken Kanal und diesen Delay-Anteil an den rechten Kanal. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, hab nie gewusst, was geht. Zusammen Schule. Machen wir mal unseren Hall wieder dazu. Und wenn wir jetzt den Hall dazu machen, hört mal hin, ob euch was auffällt. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, hab nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Vielleicht ist es euch aufgefallen, da jetzt hat unsere Lead Vocals ja einen Hall haben. Und unser Echo kein Hall, passiert es oft, dass sich das Echo ein bisschen zu sehr in den Vordergrund drängt. Und um das zu kompensieren, haben wir die Möglichkeit, auch das Delay zu verhallen. Auch das können wir in Cakewalk ganz einfach machen, weil wir sind unglaublich flexibel. Hier in unserer Delay-Spur Rechtsklick, Send einfügen und jetzt wählen wir hier Hall aus. Jetzt langsam einen Hall zum Delay hinzufügen und dann wird das Ganze noch wieder weiter in den Hintergrund, da wo es hinkehrt. Ich aus dem Dorf, du aus der Stadt, hab nie gewusst, was geht. Zusammen Schule, rauchen, saufen, an der Zeit gedreht. Schwarz mit Motorrad unterwegs. Ja, jetzt,
So, und schau jetzt meine Stimme weg. Jetzt heißt es wieder viel üben und ausprobieren, meine Lieben. Habt Spaß am Delay. Hier geht's dann beim nächsten Mal weiter. Und drunter gibt es wie immer ein törichtes Musikvideo oder Video zum Chillen. Der Abo-Button ist hier. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchibärli und Servus.